Aber Leute, ist mir egal. Das ist jetzt eine extra Deluxe XL Edition Folge, was auch immer. So, hier sieht man es. Wir haben alle. Ja, Punkte. Alle Warpstars. Und hier, wir sind hier beim Brunnen angekommen. Von König DDD. Der Endboss Fight. Let's go. So, der sollte eigentlich genauso funktionieren, wie er auch früher funktioniert hat, nur dass er etwas schwerer ist. Also ist er schwerer als der von früher. Ich kann noch ein paar mehr Moves, nur so 2, 3 Stück mehr. Ja, ihr seht schon, der ist krass, hat auch mehr Leben. Also mit dem sollte man nicht herumalbern, der kann echt was. Und das meine ich ernst. Zum Beispiel kann er einen aufsaugen, ja, gut, das konnte er früher auch, aber... Allgemein, das hier, das ist neu. Das ist jetzt nicht schwer, aber ich finde den zweiten von lustig von ihm. Kacke. Oh Gott, ich bin gerade. Okay, bring ich mich um. Ich habe den Kampf verkackt. Ich bin eh nur einen Hitpoint geschmacken. Ich habe ihm nur einen Hit gegeben. Hui. Nein, dann geht er wieder rein, Kirby. Gib mir den Zepter wieder. Es ist überall, es sind überall Albträume in Dreamland. Das geht so überhaupt nicht klar, du. Bam. Immer rüberfliegen. So, bei dieser Dash-Attacke, wenn er so umfällt, dann macht er, da gibt er einen keinen Stern mehr. Das ist mir jetzt wieder eingefallen. Das geht gar nicht. Das habe ich nicht gerade versucht. So, jetzt passiert wieder seine Flugattacke. Aber die kann ich ja. Eigentlich. Das will mich wieder aufsaugen, glaube ich. Ja, ja. Ich hab's schon geahnt, du. So, das geht natürlich nicht mehr. Ah, er wollte mich aufsaugen. Ich hab's nicht gecheckt. Oh, tut mir leid. Aber der ist echt schwer. Der hat auch viele, viele Leben. Man kann ihn natürlich mega einfach killen. Mit einem Hammer. Oder mit einem Schwert. Oder irgendeinem Power-Up, was halt sehr schnell angreift. Wie zum Beispiel der Hammer. Aber wir wollen natürlich einen echten Kampf machen, ja. So wie echte Männer, ne? Ja, für die Leute, die nicht wissen, Kirby ist ein Mann. Ist ein Boy. Wurde nämlich im Anime gesagt. Oh Gott. Ja, es gab ein Kirby-Anime mit, ich glaube, 60 Folgen oder so. Nicht so viel. Oh nein, wer bringt mich um? Der war eigentlich ganz cooler Anime. Keine Ahnung, warum der nicht mehr weitergemacht wurde. Ich mochte den wirklich. Es steht da mehrmals drauf. Jetzt wird er aggressiver. Er will jetzt wirklich alles versuchen. Aber warum? Warum machst du das, König DDD? Erstmal Obst klauen im Dreamland. Und jetzt das Zepter raus. Warum willst du jetzt alle Albträume haben? Also das kann ich euch sagen, das werden wir gleich herausfinden. Oh, ihr habt mich ausgetrickst! Oh mein Gott! Nein! 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 Okay, ich mache einen Cut. Und dann wisst ihr was? Ihr habt ja den Kampf gesehen. Ich bin zu kacke für sowas. Ich benutze kurz den Warpstar. Hol mir den Hammer. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da habe ich mir eben einen Hammer geholt in Welt 5 in dem Wettkampf. Und jetzt gibt es einen Hammerkampf. Meta Knight mit einem Schwertkampf. Und King DDD, den gebe ich jetzt in den Hammerkampf. Aber steht ja mal der Kampf mit Hammer. Weil der wird cool. So. So, aber der Kampf ist trotzdem schwer, auch mit Hammer. Ich finde ihn allgemein einfach schwer, den Kampf. Und den zu treffen ist einfach... Nicht nur ist König DDD schwer, sondern... Das ist nur seine erste Phase, du. Das hier ist nur der Anfang von dem Kampf. Danach geht's noch viel, viel weit. Warum springst du? Hör auf zu springen. Okay, immer nur einen Hit kann man ihm geben, soweit ich weiß. Ich weiß, bin mir jetzt nicht sicher. Aber ich glaube, das ist so. Und man kann seine Flugattacke abbrechen, wenn man ihn trifft. Okay, jetzt läuft es gerade, bin ich besser. Jetzt nicht mehr natürlich, wenn ich es natürlich ankündige und sage, es läuft besser, läuft natürlich nicht besser. Wir kennen es alle. Okay, nice, nice, nice. Man kann seine Attacken, glaube ich, allgemein abbrechen. Oh Gott, nein, 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 nein! Boom! Darauf erstmal ein Safe Set.
So, warum machst du das? Level 8, Fountain of Dreams. Ja? Anscheinend gibt's noch eine 8. Welt. Ich hab mich angelogen. Ich will zum Fountain. Warum suchst du mich so an? Warum nicht? Ich lass mich da hin. Ich muss das Zepter in den Mountain bringen, damit es keine Albträume gibt. Lass mich in Ruhe. Bam! Yeah! Keine Albträume mehr! Oder? Was ist das? Was zum... Was? Okay. So, und wir kommen zum richtigen Final Boss. Zum Secret Final Boss oder so. Der ist wirklich Hammer. Der ist schwer. Deshalb gab es auch gerade ein Safe State. Ich bin mal ein wenig leise hier. Weil der ist wirklich krass. Oh, ich habe mich schon treffen lassen einmal. Oh Gott, das war dumm von mir. Ich darf mich nicht treffen lassen. Bei dem habe ich ultra lang gehangen. Nein, ich bin so scheiße. Tut mir leid, Leute. Das ist gerade so kacke bei dem Bosskampf. Der ist aber auch wirklich richtig schwer. Das ist nämlich der Albtraum, ja. Die Story, falls sie nicht. Ich weiß gerade nicht, ob die noch aufgelöst wird. Falls nicht, dann sag ich euch gleich, denn jetzt. Erstmal nicht. Was? Ich kann nicht in der Mitte stehen bleiben? Oh Gott, ich werde es verkacken. Mein erster Versuch wird es nicht schaffen. Nein, nein, nein. Nein! Schade. Aber ja. King Dedede hat uns hier hingeschickt, dass wir es machen. Gegen ihn kämpfen. So, klar kann man auch einfach direkt vor ihm stehen und ihn voll spammen mit den Attacken. Aber ich würde es euch nicht raten, weil sonst seht ihr nicht, wann die Attacken kommen. Oder wo die Attacken kommen. Ich würde euch raten, ganz links zu stehen. So, Attacke ausweichen. Am besten, wenn man... Oh Gott, ich muss aufpassen. Tut mir leid, ich kann nicht reden. Ich muss jetzt wirklich aufpassen, weil der ist echt Hammer. Der... Oh mein Gott. Ich habe mich... Oh mein Gott, warum lasse ich mich treffen? Okay, okay, okay. Nice, nice. Ich mache ihn richtig gut Hits. Ich gebe ihm gerade richtig geile Hits. Ich mache ihn nur so einen kleinen Balken pro Hit. Ich mache ihn wirklich nur einen Balken pro Hit. Und ihr seht ja, wie viele Balken er hat. Irgendwie 50 oder so, ey. Na! Ah! Nein! No! Ich mache mir jetzt nicht in Safe State. Das ist, nee, tut mir leid, Leute, aber ich kann dieses Spiel ohne Saves jetzt nicht durchspielen. Vor allem wegen diesem Boss nicht. König DDD, okay, wäre möglich, aber der hier auf gar keinen Fall, das könnte ich nicht. So, und er stirbt jetzt! Nicht, weil er hat einen Balken überlebt. Wow. So, ich weiß, da unten sieht man es mit Save State und so. Ich weiß nicht, wie man das ausstellt, dass man das nicht sieht. Das ist mir echt egal. Juckt mich gerade nicht. Ach stimmt, ich habe nur noch ein Leben, ne? Ja, ich weiß, es ist gerade eine sehr, sehr lange Folge. Eine 30-Minuten-Folge, glaube ich sogar. Tatsache. Aber egal. Es ist ein epic Endboss-Kampf. Auch wenn er ultra schwer ist, ist er trotzdem mega cool. Und jetzt stirb! Ich glaube, man hat sogar ein Zeitlimit. Tatsächlich. Ja, hier hat man ein Zeitlimit. Der Boden! Nein! Ich hab's verkackt. Warum spawnt er da? Warum spawnt er da? Man sieht sogar meine Maus. Oh, tut mir leid, wenn meine Maus sieht. Das wollte ich jetzt nicht. Tut mir leid. Oh, ich hätte mich beeilen müssen. Ja, man hat wirklich ein Zeitlimit. Ihr seht's ja. Der haut nämlich ab. Der war nicht in dem Set da. Ja, ich spoil euch auch nämlich. Ich weiß, ich bin kacke in dem Bosskampf. Es tut mir leid. Ich bin jetzt ruhig. Wollte ich nicht, tut mir leid. Ich mach den Boss definitiv nicht noch einen Versuch. Auch wenn ich ja leider etwas mit der Zeit hänge. Was zum verdammten Teufel, was war das denn? Warum ist er so krass? Und ich habe jetzt vergessen, dass man meine Maus nicht mehr sehen soll, weil ich will nicht, dass man meine Maus sieht in meinen Netz. Vor allem nicht bei diesem Spiel. Da soll man meine Maus eigentlich nicht sehen. Tut mir leid, dafür auf jeden Fall. Stirb, stirb. Nein, Ende, Ende, das Ende, das Ende, das Ende. Schnell, schnell. Yes, wir haben's. Wir haben ihn. Und das Bild, Star Wars. Das ist cool. Doch nun geht's noch weiter.
Und der ist tatsächlich schlimmer als der andere. Ich werde mich kurz umbringen gehen. Nimm mich kurz um, bitte. Dankeschön. Das schaffe ich nicht. Vielleicht wird es auch gerade eine neue Folge. Ich weiß gerade nicht. So. Safe State. Go. Der ist wirklich schwer. Den müssen wir nämlich abschießen. Wir behalten beide unser Power-Up. Und der ist einfach abnormal schwer. Aber hier haben wir kein Zeitlimit. Man kann ihn nur angreifen, während er hier seinen Cape offen hat. Wenn man seinen Tornado-Body sieht. Hier das hier zum Beispiel. Wir müssen nämlich dann reinschießen. Das ist eine schwere Attacke. Okay, nice. So, aber wenn man hier am Boden bleibt, ist man eigentlich meistens sicher. Nicht immer. Nicht auf mich hören, nicht immer ist man sicher. Hab ich ihn getroffen? Ich habe ihn einmal getroffen. Wow. Aber die Bässe sind echt lang. Ich glaube, ich mache daraus eine wirklich neue Folge. Ich kann nicht springen, während ich Attacke mache. Oh Gott. Ja, da einfach nicht springen. Wenn er die Attacke macht. Oh Gott. Was macht der jetzt? Was macht der? Das ist bei der bei Albtraum. Ich weiß nicht, wie der heißt. Ich werde mal gucken, dass ich den Namen herausfinde und einblende, falls es mir gelingt oder ich dran denke. Aber eigentlich macht das richtig viel Damage, wenn man den so trifft. Keine Ahnung, eigentlich. Ja, man sieht's. Es macht richtig viel Damage. Das ist ein Tornado-Körper. Nice. Okay, schlecht stelle ich mich jetzt nicht an, zum Glück. Die Musik ist wirklich cool. Nice! Bei dieser Attacke kann man hier am besten hitten. Und jetzt mache ich hier kurz ein Safe-Set, mein letztes Safe-Set, denke ich mal. Okay, gut. Dieser Boss ist tatsächlich gar nicht mal so schwer wie der andere, finde ich. Also ich finde den, den wir gerade hatten, viel schwerer und viel schlimmer. Persönlich. Das ist wahrscheinlich auch nur meine Meinung. Jetzt wird er auch krasser mit seinen Attacken. Wird er aggressiver. Tornado. Oh, schade. Nein. Schade. Ich bin nicht so gut. Was? Was ist das für eine Attacke? Was zum? Okay, alles gut. Was zum Teufel? Hilfe. Bam, getroffen. Ich glaube, wir haben nur noch beide zwei Leben. Ich save state jetzt hier. Mein letzter Save State. Versprochen. Vielleicht. Nicht versprochen. Bam! Getroffen! Okay, Save State, bitte, bitte. Tut mir leid, Leute. Ich will einfach eine Save State machen. Ich will es bloß nicht nochmal machen. Oh Gott, ich hätte fast einen Fehler gemacht. Mach bitte mit deinem Body. Ich will deinen Body sehen, deinen wunderschönen Körper. Aber nicht bitte mit dieser Attacke, sondern mit der anderen Attacke. Mit dem Wirbelwind. Nicht der Attacke. Der Wirbelwind. Der Wirbelwind. Der Wirbelwind. Bruder. Der Wirbelwind. Nein! Genau deshalb habe ich ein Save-Set gemacht. So, aber ist das immer die gleiche Reihenfolge oder ist das immer random? Ich glaube, es ist immer die gleiche Reihenfolge. Oder irgendwie so. So, stimmt ja. Ja, ich weiß, ich mache Safe State, aber ist mir egal, weil ich kann den Boss sonst nicht. Die Leute, die es wirklich damals geschafft haben, oder allgemein es geschafft haben, ohne Safe State auf dem NES, diesen Boss zu killen, Respekt. Ich lasse es lieber, ich gebe es lieber auf, das zu versuchen. Alter, das regt mich gerade wirklich auf. Warum ist er auf einmal so schwer? Ja, das wird auf jeden Fall eine neue Folge, du. Ich würde euch das nicht antun. Denke ich mal, oder? Also wenn es 30 Minuten sind, okay. Aber wenn es dann wie mehr als 3 Sekunden sind, dann Minuten mal nicht. Sekunden, genau. Minuten, dann nicht. So, ich mache jetzt nochmal ein Safe Set. Als ob ich genau... Bitte habe ich keinen falschen Safe Set gemacht. Nee. Nice. Nice, nice, nice. Tornado, Tornado! Yes! Yes! Nein!
Stirb! Wisst ihr was? Ich muss mal ganz kurz. Damit ihr meine Maus nicht mehr sieht. Ich will nicht, dass ihr meine Maus sieht. So. Maus ausgeschaltet. Jetzt sieht ihr meine Maus nicht mehr. Warte, warte, da kann ich ihn noch hitten, oder? Da kann ich ihn noch hitten. Ich darf nicht sofort springen. Okay, okay, weil sonst sterbe ich. Okay. Nein! Und so bekamen wir den Halbmond. Lol. Kirby hat's geschafft, den Star Wars zu finden. Aber König Dedede wollte gar niemanden irgendwas antun. Schlechte Träume haben Dreamlands befallen. Ein Albtraum kam über Dreamspring und hat versucht, den Leuten Schaden zuzufügen. DDD kämpfte gegen den Albtraum. Hallo! Guten Tag! Und hat den Star Rod versteckt. DDD hilfte Kirby, den Albtraum zu besiegen. Für ein andermal. Na, wie auch immer der mir geholfen hat, hat er gar nichts gemacht. So, aber jetzt haben alle wieder wunderbar schlafen. Heute Nacht wird Dreamland einen perfekten Traum haben. Geil. Weg mit dem. Rein da. So, damit ja auch das schöne Wetter wieder dabei ist. Und der Brunnen wieder schön glänzt. Oh, wie schön, hallo! Und das hier war Kirby's Adventure. Ich hoffe, euch hat das Let's Play auf jeden Fall gefallen. Mir hat's auf jeden Fall Spaß gemacht. Und yeah, es ist ein cooles Spiel. Viel besser als das originale Kirby's Dream Land. Es gibt auch ein Remake von dem Spiel, das heißt Albtraum in Dream Land oder Nightmare in Dream Land auf Englisch. Kennen wahrscheinlich viele von euch, weil das auf dem Game Boy Advance rauskam. Ist wahrscheinlich eher so eure Zeit, weil ich habe jetzt nicht so ältere Zuschauer, habe ich jetzt eher nicht so, glaube ich. Aber ja, das hier ist der NES-Klassiker und keine Ahnung, ich finde einfach diesen Stil, diesen Charme, dieses Spiel hat. Ich mag ihn einfach mehr und da habe ich mich dann für dieses Spiel, statt für den Remake entschieden. Ich meine, Remake ist ja mehr so ein Port, glaube ich. Da will ich nichts sagen, weil ich habe das Remake nie gespielt. Ich habe ein bisschen nur so Gameplay angeguckt, nicht viel. Und ja, allgemein fand ich das Spiel ganz cool. Jeder, der ein NES hat, sollte dieses Spiel haben. Auch wenn der Endboss wirklich, wirklich schwer ist. Ist das Spiel toll und man sollte es sich holen, ja, finde ich. Wenn man ein NES hat. Wenn man kein NES hat, ich meine, es gibt Emulatoren, aber darüber rede ich nicht, weil das ist illegal. Da darf ich nicht drüber reden. Das ist ja ein sehr familienfreundlicher Content. Keine Ahnung, was das jetzt mit Familienfreundlich zu tun hat. Ist mir egal. Lasst mich, okay. Ich bin blöd, ich bin komisch, ihr kennt mich alle. Hey, hi. Falls ihr mich noch nicht kennt, warum guckst du denn das Video? Das ist seltsam. Aber naja, lol, dieser Übergang gerade. Na egal. Oh, ich sehe es gerade. Oh, man kann den so auch fighten. Mit dem Super Jump kann man den voll gut killen. Oh, the end. Bye-bye-Fähigkeit haben wir. Hm, toller Screen. Müsste ich dem Spiel eine Punktzahl geben?
Weiß ich gar nicht. Vielleicht eine 7,5 von 10? Weil das ist zwar... Ich weiß, das ist immer so die Standardspunktzahl, die ich allen Spielen gebe. Aber ich meine, das ist halt so wirklich... Die Spiele, die haben halt wirklich sowas. Ich meine, eine 7 ist halt so... Ist halt Standard, ne? Und 8 ist halt... Gut! Also wirklich gut! Und 9 ist halt wirklich... Exzellent! Und 10... Kenne ich kein Spiel, was ich eine 10 von 10 geben würde. Ich glaube, ich gebe niemals im Spiel 10 von 10, weil es gibt kein Spiel, was perfekt ist. Ehrlich nicht. Und deshalb glaube ich, bleibe ich sogar bei der 7,5 von 10, den ich fast jedem Spiel mittlerweile gebe. Yeah. Ein extra Game haben wir freigeschaltet. Congratulations! Choose extra game to go on a more challenge quest. And this quest you can save and your max health is free. Ja, was hier auf jeden Fall steht auf Deutsch ist, dass wir einen extra Spielmodus freigeschaltet haben. Das ist einfach nur der Hard Mode. Hier können wir unser Spiel nicht abspeichern. Wir müssen alles in einem durchspielen. Und wir kriegen nur 3 Leben. Wir haben anstatt 6 Leben, haben wir nur 3. Das ist krass. Und ab hier mache ich ein Safe State, falls ich dann mal einen Stream mache, wo ich das hier spiele, den Hard Mode. Mal schauen. Und yeah! Hier jetzt 100% habe ich freigeschaltet. Ich habe 100%, ich habe alles geschafft. Hero of Lore werde ich genannt. Weiß gar nicht, was das übersetzt heißt, weil ich weiß gar nicht, was man Hero und Lore zusammen verbindet. Aber egal, Leute. Das war's mit diesem Let's Play. Mein nächstes Kirby-Let's Play wird Kirby's Dream Land 2. Danach wird auch Kirby's Dream Land 3 kommen, denke ich mal. Oder Kirby's Pinball, vielleicht packe ich das auch nochmal so zwischendurch rein. Aber ihr wisst, ich liebe Pinball-Spiele, oder ihr wisst es jetzt, ich liebe Pinball-Spiele. Und ja, ansonsten könnt ihr auf ein paar Sachen klicken oder so für weitere Let's Plays auf meinem Kanal. Yeah, 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 yeah. Wir sehen uns wieder. Yeah, yeah. Haut rein. Schönen Tag noch und vielen Dank fürs Zuschauen. Bye.